Ja, der Vorstand macht leider keine Pause, wenn ich nicht da bin, aber das ist doch gut für die Durcharbeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde gerne eingangs zu drei Punkten etwas sagen. Zunächst zu der internationalen Situation. Die Lage in Syrien und Kobane, in der gesamten Region, ist immer noch dramatisch. Ich will dazu drei Punkte nennen, die uns wichtig sind und wozu wir uns heute auch nochmal im Vorstand verständigt haben. Erstens, dass wir die Bundesregierung auffordern, den Druck auf die Türkei zu erhöhen, so wie sich die Türkei im Moment in der Situation verhält, ist völlig unangemessen. Es muss eine Öffnung geben für die Flüchtlinge der Region und zur Unterstützung des Widerstandes in Kobane, und gleichzeitig muss es eine Schließung der Grenzen geben für die IS-Milizen. All das steht nach wie vor aus und ist inakzeptabel, zumal von einem NATO-Bündnispartner. Das Zweite ist, und das wissen Sie, dass wir immer noch fordern, dass das Verbot der PKK endlich aufgehoben wird. Und drittens, bei den Grünen wird derzeit diskutiert und vorgeschlagen, die Bundeswehr möglicherweise in den Konflikt zu schicken. Das wird von uns deutlich abgelehnt. Ein zweites Thema, was ich aufrufen möchte, ist die Debatte zur sogenannten schwarzen Null. Auch diese Frage steht jetzt wieder im Raum, ob dies das höchste politische Ziel ist, was wir in der deutschen Innenpolitik anzustreben hätten und darüber hinaus oder nicht. Ich will deutlich sagen, dass wir dieses Dogma nicht teilen. Und im Übrigen ist das nicht nur die Linke, sondern diese Kritik an dieser Politik wird auch von anderen vorgetragen, mit denen wir üblicherweise nicht immer übereinstimmen. Ich will den IWF nennen, ich will die EU-Kommission nennen, die Vereinigten Staaten. Wir haben in der Bundesrepublik erheblichen Investitionsbedarf, und es darf die Frage gestellt werden, ob es für Deutschland besser ist, allein Exportweltmeister zu sein und gleichzeitig die Infrastruktur in der Bundesrepublik vergammeln zu lassen. Ich würde sagen, nein, das ist keine hinreichende Alternative. Wir brauchen dringend Investitionen, im Übrigen auch um die schwächende Konjunktur anzuschieben. Und der dritte Punkt, den ich nennen will eingangs, ist die Situation in den Ländern. Sie wissen, dass wir in Thüringen und in Brandenburg in Verhandlungen sind, beziehungsweise waren zur Bildung der nächsten Landesregierung. Und dort in Brandenburg hat das jetzt zu einem Ergebnis geführt am vergangenen Freitag mit dem Abschluss der Verhandlungen über einen neuen Koalitionsvertrag. In Brandenburg wird heute der Landesvorstand und der Landesausschuss gemeinsam beraten, wie sie sich dazu verhalten. Ich glaube, dass es ein breites Votum für diesen Koalitionsvertrag gibt und mit einer entsprechenden zustimmenden Empfehlung auch in die Mitgliederbefragung gehen kann, die jetzt in Brandenburg beginnt. Ich will zwei, drei Punkte benennen. Es ist vereinbart worden, dass es spürbares Engagement gibt im Bildungsbereich. 4.300 Lehrerinnen und Lehrer sollen eingestellt werden. Das ist beispielhaft auch für andere Bundesländer. Die Größe der Kita-Gruppen soll verkleinert werden. Es soll der Weg freigemacht werden für längeres gemeinsames Lernen. Hervorragende Punkte und eine deutlich linke Handschrift. Und auch in Brandenburg ist vorgesehen, das, was ich eben für die Bundesebene eingefordert habe, nämlich die öffentliche Infrastruktur zu stärken und auszubauen und die öffentliche Daseinsvorsorge landesweit zu sichern. Und als dritter Punkt, auch der ist nicht üblich in den deutschen Ländern und nur möglich mit rot-roten Landesregierungen. Das sind die Erleichterungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber, das Asylbewerberleistungsgesetz. Dazu soll eine Initiative gestartet werden, dieses überholte Gesetz abzuschaffen. Etwas, was ich ausdrücklich begrüßen möchte. Dankeschön.